Bonjour, merci, dass ihr das Ritluling TV um DOC-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridluling.lu gesehen erlauschen. An der Juli-Plenarsitzung vom Europäischen Parlament stung ein Rapport an einer hützigen, an emotionaler Debatte über den Umbau von genetisch veränderten Organismen auf der Tagesordnung. Am Moment sind in Europa nur zwei GVO-Pflanzen, eine Sort Mais von Monsanto und die berühmten Amflora-Gromper von der EFSA, das die Europäische Autorität für Lebensmittelsicherheit, die ihren Sitz zu Parma hat. Nehmen die zwei sind für den Umbau zugelassen. Als Lützburger Regierung als gegen den Umbau von GVO auf Lützburger Territoire, für das mehr gerade so wie ein Ritsch einer Memberstaaten, als aber juristisch nicht an Brennnessel setzen, an dem wir den Umbau verbieten, hat die Direktive, die bislang gehofft müssen, angepasst gehen. Der Rapport, wie ein Lo ugeholt ging, geht aber nach ein Stück mehr weit. Bei mir am Studio als mein deutsche Kollegin Christa Klaas, die schon oft bei mir war, die der Lo schon kennt, Member vom Umweltausschuss vom Europäischen Parlament. Christa, danke, dass du wieder bereit warst, mit mir auch über dieses schwierige Thema zu informieren. Wir haben ja diesen Bericht in erster Lesung abgestimmt. Wir waren ziemlich zerstritten im Parlament, sogar in unserer Fraktion. Was hältst du davon? Ja, Astrid, du hast richtig gesagt, es ist ein sehr emotionsgeladenes Thema. Die Kommission merkt, dass sie Probleme hat mit der europaweiten Zulassung, dass einzelne Mitgliedstaaten ausscheren wollen. Und wie du richtig sagst, wir brauchen Rechtssicherheit. Wir brauchen Rechtssicherheit, aber in einem bestimmten Rahmen. Diese Rechtssicherheit darf aber für die Mitgliedstaaten nicht so sein, dass jeder gerade mal nach eigenem Gutdünken machen kann, was er will. Und da hat dann jetzt so dieser Bericht darauf zugeführt, Madame Lepage, eine französische liberale Berichterstatterin, die hier ja so viele einzelne Dinge eingeführt hat, dass es immer auch möglich ist, wenn man aus Umweltgründen, wenn man aus Gründen der sozioökonomischen Betrachtung heraus mit den GVOs nicht einverstanden ist, dass man sie dann ablehnen kann. Also die komischsten Ursachen genau, kann man anführen, ja, um den Anbau zu verhindern. Ja. Und deshalb, das kann es nicht sein. Wir haben einen Binnenmarkt in Europa und wir haben ganz, ganz klare Rechtssetzung. Und wir haben ja erst zwei Sorten zugelassen. Ja. Zwei verschiedene Dinge, die auch ganz unterschiedlich sind. Den Mais, den wir in Deutschland dann auch wieder verboten haben, der ist bei uns auch nicht mehr zugelassen. Die Kartoffel, was ja keine Kartoffel ist, es ist ja ein Stärkeprodukt. Ja, es ist nicht zum menschlichen Verzehr. Nein, Menschen meinen, man kann diese Kartoffel essen. Sie ist nur zur Stärkeproduktion gedacht. Und dieser Mais, er ist so gentechnisch verändert, dass er ein eigenes Protein produziert und dass dann der Maiszünsler, eine ganz, ganz schlimme Krankheit für den Mais, nicht mehr greifen kann. Also eine Abwehrreaktion. Weißt du, Christa, also diese unabhängige EFSA, die wir haben, die testet doch die GVO-Pflanzen während Jahren, auch während Jahrzehnten geht, dass sie zugelassen werden. Das ist doch auch richtig so. Nun, wenn sie dann einmal zugelassen sind, dann ist es doch komisch, dass Mitgliedstaaten verbieten sollen, auf ihrem Gebiet sie anzupflanzen. Ja, es ist wissenschaftlich geprüft und das denke ich auch. Wir haben so einen unterschiedlichen emotionalen Zugang. Ja, bei der roten Gentechnik sind wir, das erlauben wir uns einfach. Wir sind für das Insulin, was eine ganz tolle Erfindung war. Wir nehmen auch gentechnisch veränderte Medikamente, wir nehmen Medizin zu uns. Aber im Bereich der grünen Gentechnik, da haben wir diese Ängste. Ja. Es ist unwiderruflich, was wir in die Natur hineinsetzen und deshalb müssen wir da schon auch
auch vorsichtig sein. Aber wir müssen es auch wissenschaftlich beweisen. Und es ist kein wissenschaftlicher Beweis, dass gentechnische Pflanzen die Bienen zum Beispiel betreffen. Da gibt es keine wissenschaftlichen Beweise. Und ich weiß um deinen Einsatz um die Bienengesundheit in Europa. Ja. Deshalb, man kann es nicht einfach nur, weil man es nicht will, verteufeln. Man muss vorsichtig damit umgehen. Und wir gehen vorsichtig damit um. Die Kommission hat 2 erst zugelassen. 17 stehen noch da und warten auf Zulassung. 17 unterschiedliche GVO-veränderte Pflanzen. Und das ist schon viel. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie differenziert die Kommission damit umgeht. Also man muss schon sehr vorsichtig sein. Aber man kann nicht aus reiner Willkür entscheiden, denn die Landwirtschaft braucht auch Planungssicherheit. Ein Bauer, der ein Saatgut bestellt, muss wissen, dass er es aussehen kann. Und ich weiß, du hast 6 Monate gefordert. Ja. Nein, du hast ein ganzes Jahr gefordert. Ja, ich habe ein Jahr gefordert, weil ich der Meinung bin, dass die Landwirte Sicherheit haben müssen. Ja. Sie müssen wissen im Voraus, was auf sie zukommt, falls der Anbau auf nationaler Ebene erlaubt oder verboten wird. Genau, und daraus hat man dann ein halbes Jahr gemacht. Und ein halbes Jahr ist zu wenig. Das ist definitiv zu wenig. Also man braucht Planungssicherheit. Die Bauern wollen nichts anpflanzen, was nicht erlaubt ist, nichts, was umweltschädigend ist und nichts, was man nicht mehr wegbekommt. Und deshalb haben wir unsere wissenschaftlichen Prüfungen und die sind gut angesetzt. Und da denke ich, wir müssen auch dafür sorgen, dass wir den Binnenmarkt auch behalten. Lepage sagt, wir wollen uns nicht auseinanderdividieren. Sie sagt auf der anderen Seite, wir brauchen aber gerade in dem Bereich nationale Möglichkeiten, um alles zu entscheiden. Das ist ein bisschen schwierig zusammenzubekommen. Weißt du, was auch schwierig ist? Ich habe mich mal klug gemacht. Also zwischen 1999 und 2006 wurden in Rumänien, bevor dessen EU-Beitritt, auf rund 220.000 Hektar Sojabohnen für den europäischen Markt angebaut. Nun importieren wir diese eiweißhaltigen Futtermittel aus Drittländern wie Brasilien, weil seit Rumänien Mitglied ist, es das nicht mehr anbauen darf. Und Länder wie Österreich zum Beispiel behaupten zwar zu 100% GMO-frei zu sein, sie importieren aber jährlich 650.000 Tonnen Sojamehl zur Fütterung von Milchkühen. Und sie wissen, dass diese 90% aus GVO-Anbau stammen. Das ist doch alles ein bisschen hypokritisch. Ich habe mit unseren Landwirten gesprochen, wenn es eine große Trockenheit gibt, hat ein Bauer mir gesagt, ja, da muss ich zufüttern. Ich sagte, ja, was fütterst du dann zu? Ja, das, was ich kriege. Und das ist GVO verändert aus Drittländern. Wäre es dann nicht vernünftiger, wir würden den Anbau von solchen Füttermitteln zulassen, anstatt sie aus Brasilien zu importieren? Ganz richtig gesagt, wir sind global abhängig und GVO-frei, deshalb brauchen wir auch die Festzurrung eines Wertes. GVO-frei ist praktisch gar nicht mehr zu haben. Wir haben die 0,9%-Grenze, was halt eben eine Koexistenz auch sein darf. Von daher müssen wir das schon auch ein bisschen von der Emotion herunterkriegen, das Thema. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, dass GVO schlecht ist, dass es gesundheitsschädigend ist, dass es umweltschädigendes ist. Für mich ist es auch eine Art schneller Züchtung. Wir haben immer schon gezüchtet, wir haben immer auch schon Kreuzungen gemacht. Ja. Wir müssen vorsichtig damit sein, dass wir nicht die Tomaten mit den Gurken vermischen. Das sind ganz, ganz tiefe Einschnitte. Und deshalb allein das Beispiel, dass wir 2 Produkte erst zugelassen haben, 16 auf der Warteliste, 17 auf der Warteliste stehen, zeigt, wie vorsichtig wir umgehen damit. Wir sind, aber das ist, hier war doch erst die erste Lesung. Wir haben auch, ich habe dagegen gestimmt. Wir haben dagegen gestimmt, aber der Bericht ist durchgegangen. Aber ich habe jetzt schon aus der Kommission gehört, dass es wahrscheinlich nicht zur Umsetzung des Lepage-Berichtes kommt. Die Kommission hat einen großen Schritt in die Richtung der Mitgliedstaaten, der freien Entscheidung gemacht. Und das ist das, was wir auch mit unserer Fraktion wollten, aber nicht mehr. Nicht die Willkür, sondern klare Regelungen auch. Und das brauchen auch unsere Bauern. Ja, und das werden wir wahrscheinlich dann noch Gelegenheit haben, aber durchzusetzen, hoffen wir. Aber es ist so, dass auch im Europäischen Parlament man immer, wenn man stimmt für eine vernünftige Lösung, wie Sie jetzt erklärt haben, dann wird man
in der grünen Presse wird man, jetzt hatte ich fast etwas Schreckliches gesagt, die Luxemburger würden sagen, zur Sau gemacht. Und deshalb haben auch viele Europaabgeordnete Angst, sich für eine vernünftige Lösung einzusetzen. Und naja, wir werden dann sehen. Vielen Dank, Christa. Merci auch, dass du uns nur geläuft hast. Du bist geschwind.